Ja, hallo liebe Zuschauer, ich bin der Matti vom AGT Multigaming Clan und ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge von Cosplay. Und zwar werde ich euch heute mal zeigen, wie man seine Früchte abfährt vom Hof zum Verkauf. Oder gucken wir mal, ob wir hier gleich ein Vernünftchen. Ja, das sieht gut aus. Hier haben wir gleich mal eine Preiserhöhung bei der Mühle. Da werden wir uns gleich mal drum kümmern. Also geht es ab in Richtung Mühle. Ich habe hier schon mal ein Fahrzeug bereitgestellt. So, das Ganze ist hier eigentlich relativ einfach beim Abfahren. Ihr macht ganz einfach wieder eine ganz normale Kursaufzeichnung beginnen. Und zwar beginnt ihr die Kursaufzeichnung direkt unterm Silo, wenn ihr was reinkippt. Genau da. Einmal auf Aufnehmen. Und dann fahrt ihr zu eurem Abladepunkt, da wo ihr das auch verkaufen wollt. Natürlich vorausgesetzt, dass ihr euch auf der Karte auskennt. So, in diesem Fall ist es bei mir die Mühle. So, hier auf dem Feld seht ihr noch Mais stehen. Das machen wir in der nächsten Folge vom Cosplay. Da werde ich euch mal zeigen, wie man Mais häckselt und in die BGA reinfährt. Und so, und hier einfach wie ihr habt, einfach nur wieder über den Trigger drüber fahren. Ich sehe gerade hier, der Bauer müsste mal wieder ein paar Felder bestellen, alles abgeerntet. So, und dann schließen wir unseren Kreis wieder und fahren direkt dahin, wo wir auch gestartet sind. Bleiben kurz davor stehen. Und beenden unsere Kursaufzeichnung. Tun das wie üblich abspeichern. Nennen wir das mal Hofsilo. Verkauf. Hab's. Mühle. Könnt ihr einfach so benennen, wie ihr das haben möchtet, damit ihr das auch
Ja, ich sag mal, damit ihr eure Kurse auch unterscheiden könnt und halt wisst, wo was lang geht. So, jetzt lösche ich das Ganze nochmal und dann müssen wir hier einstellen. Wir laden erstmal unseren Kurs rein. Machen hier unten rein Abfahrerbeladung am Startpunkt. Das war's auch schon. Dann einfach Abfahrer einstellen und schon geht es los. So, dann kontrollieren wir das mal. Ob das auch so verkauft, wie wir das haben wollen. Alternativ bei diesen Abfahrgeschichten zum Verkauf fahre ich diese Kurse immer sehr vorsichtig ein. All dieweil, ja, ich mache das immer so, dass ich auch mal einen zweiten Abfahrer mit draufstellen kann auf die Linie. Können wir gleich mal noch probieren, ob das funktioniert. Wir lassen dem mal hier eine Runde Vorsprung. So, das sollte eigentlich wunderbar funktionieren. Ja, und schon wird es verkauft. Okay, dann begleiten wir den nochmal zurück zum Hof und setzen einfach mal ein zweites Fahrzeug mit auf die Strecke. Schon mal ein Fahrzeug aussuchen. Ah, nehmen wir mal den Deutz. So, dann können wir schon mal unsere Strecke verpassen. Mal reinladen, wie gehabt. Boom, Abfahrer beladen am Startpunkt. So, jetzt warten wir erstmal, dass unser erster Abfahrer hier eintrifft. Setzen wir uns gleich mal dahinter. Warten, bis der voll ist. So, erster Abfahrer fährt weg. Wir stellen unseren zweiten Abfahrer ein.
klappt auch wunderbar. Also ich mache das öfters, dass ich ein, zwei Abfahrer oder zwei oder drei Abfahrer auf so eine Strecke setzen, weil ihr wisst ja, diese sehr guten Preise existieren bloß eine Stunde und ja, da sollte man schon, wenn man ein bisschen mehr im Silo hat, ein bisschen Feuerwerk geben, um in der ersten Stunde möglichst viel zu schaffen, weil nach der ersten Stunde fällt ja bekanntlich bei Giants der Preis. Ich hoffe, dass sie das im LS15 beheben werden. Apropos LS15 werde ich natürlich auch, sobald wieder Crossplay wieder zur Verfügung steht, werde ich auch wieder Tutorials machen und euch Videos zeigen. Also sobald wie die erste Version draußen ist, kriegt ihr das bei uns natürlich auch wieder sofort zu sehen. Aber man muss erstmal abwarten, was LS15 überhaupt bringt, was da alles noch an Futures drin sind. Bis jetzt ist ja noch vieles unbekannt, sage ich mal so. Und ja, alle freuen sich schon drauf. Ich natürlich auch. Und meine Jungs vom AGT Multigaming Clan natürlich auch. So, wir sehen ja, Abfahrer 1 kippt gerade ab. Jetzt gucken wir mal, ob das so hinhaut. Ah, gerade so. Hervorragend eingefahren, würde ich sagen. So, und Abfahrer 2 gibt auch ab. Und dann können wir das Ganze so laufen lassen. Tja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, ihr könnt dann die Kurse zu den unterschiedlichen Landhandel, Hafen etc., je nachdem was ihr auf der Karte habt, die ganzen Verkaufsstellen könnt ihr damit anfahren, eure Früchte sinnvoll zu verkaufen. Tja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn euch dieses Video gefällt, dass ihr uns ein Like hinterlässt, dass ihr uns Anregungen hinterlässt unter dem Video. Dürft ihr gerne eure Kommentare hinterlassen. Noch günstiger wäre natürlich, wenn ihr uns abonniert. Da freuen wir uns sehr darüber. Und ich hoffe, dass ich euch alle in der nächsten Folge wieder begrüßen kann, wenn es dann wieder heißt Let's Play LS13 Cosplay. Und wie gesagt, beim nächsten Mal zeige ich euch, wie man Mais häckselt und zur PGA fährt. Ja, dann verabschiede ich mich für euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.